Forschung, okay. Hätte ich jetzt hier nochmal einen Cut machen sollen? Ich mache nachher nochmal einen Cut. Dann muss ich halt hier mir merken, dass das Ding. Willkommen! Außer es ist jetzt nur noch eins, weil ich habe nicht aufgepasst, wie viel noch kommt. Dann würde ich das jetzt einfach komplett lassen. So. Die Akademie ist ein ganz besonderes Gebäude. Gelehrte forschen dort an speziellen Fähigkeiten, mit denen man Einheiten oder Gebäude verbessern kann. Je nach Forschungsgebiet benötigen die Gelehrten unterschiedliche Waren für die Forschung neuer Fähigkeiten. Begebt euch zur Akademie und seht an, was für die Verbesserung eurer Siedlung beitragen kann. Die Akademie beherbergt drei verschiedene Gilden und mit unterschiedlichen Sprachen: Schutz, Handwerk, Verwaltung, Bürger und Ingenieurswesen. Außerdem gibt es verschiedene Formen, für jede Forschung einer Kategorie zuweist. Ein Viereck schaltet eine Fähigkeit frei, eine Raute ist immer eine Verbesserung für eine Fähigkeit und ein Kreis verbessert die Werte. Okay. Die Forschung beginnt immer ganz oben auf der Seite und wird dann nach Zeile für Zeile fortgesetzt. Okay. Gesunde Verpflegung betrifft Soldaten. Plus 15% Lebenskraft. Es wird geforscht. Das andere wäre Werkzeuggürtel. Ingenieure, Gebiete werden eine Sekunde schneller besetzt. Wow. Leichte Materialien in dem Bewegungstempo und Lebenskraft für Ingenieure. Gilden und Forschung. Es gibt insgesamt drei Gelehrtengilden und ihr müsst entscheiden, welche ihr mit der weiteren Forschung beauftragen möchtet. Bei jeder dieser Gilden fallen unterschiedliche Kosten an. Die ersten beiden Gilden sind immer anwesend. Bei der dritten Gilde verhält es sich jetzt so anders. Mit den Pfeilen neben dem Namen könnt ihr alle Gelehrtengilden aufrufen. Über kleine Infoschaltflächen auf der rechten Seite erfahrt ihr als Wissenswerte über die aktuelle Gelehrtengilde. Wählt die Gilde für Ingenieurswesen aus und schaltet sie mit den benötigten Waren frei. Verwaltung, Bürger, Ingenieure. Ach so, also Schutz und Handwerk ist immer da. Die Bürgergilde hilft euch bei der Expansion und Vergrößerung eurer Gebiete. Die Verwaltungsgilde verstärkt die Verteidigung eurer Siedlung und eurer Soldaten. Die Ingenieursgilde verbessert die Sicherheit eurer Siedlung und steigert eure Angriffskraft. Okay. Also das ist jetzt auch neu, dass man sich quasi zwei Dinge immer hat und die dritte muss man sich quasi erforschen. Okay. Kann jede Last stemmen. Solange Frieden herrscht, bin ich glücklich. Ihr habt die Akademie Einführung abgeschlossen. Das war's jetzt schon, okay. Wie man die Dinge noch voranbringen kann. Es ist jetzt natürlich auch noch toll, dann mal herauszufinden, was die einzelnen Dinge dann für Verbesserungen liefern. Der Sieg ist unser. Ja, easy. Oh, ich habe noch eine Einführung. Also dann muss ich es doch nochmal cutten zwischendrin am besten. Handel. Der Handel ist wunderbar für die Rohstoffbeschaffung geeignet, vorausgesetzt ihr habt etwas, womit ihr Handel treiben könnt. Willkommen. So, und jetzt lass mich raten. Das war ja in der Open Beta auch schon. Ich bin irgendwie müde, aber so spät ist doch noch gar nicht. Der Hafen bietet die Möglichkeit, mit Waren zu handeln. Wenn ihr Waren verkauft, erhaltet ihr Münzen. Diese Münzen braucht ihr, wenn ihr eurerseits Waren kaufen wollt. Der Hafen ist bestens geeignet, um sich mit benötigten Waren. Wir verkaufen zunächst ein wenig Weizen, um Münzen zu erhalten. Verkaufen. Sorgt immer dafür, dass ich. Habe ich jetzt nur eins? Eigentlich hätte ich ja mehr machen können, gell? Okay.
tauscht Weizen gegen Münzen. Ich meine, okay, jetzt bringt er halt nur einen Weizen dahin. Ich liebe diese Lieferung. Ich weiß noch, in der Open Beta habe ich es total übertrieben und habe alles mit Einzelträgern und dann hat sich hier so eine ganze Menschenmenge gestaut und dann sind die Träger gar nicht mit so einem Ding durchgekommen. Da, bitte. So, und jetzt kommt der Träger da wieder da. Der Knilch nimmt es jetzt aus dem Lagerhaus raus. Okay, aber das ist ausgeschwärzt da innen drin. Wir sehen nicht, was da war. Ich sehe etwas am Horizont. Echt, was denn? Ich darf auch in diesem Tutorial zwischendrin nichts bauen, damit ich mir noch ein bisschen die Zeit vertreiben kann. Ach, das Schiff segelt jetzt direkt wieder, okay. War das nicht beim Open Beta so, dass du die Waren aufs Schiff geladen hast und dann ist das Schiff weggefahren? Und jetzt kommt das Schiff ja wieder, das hat ja gerade mal umgedreht. Auf der Kaufenseite könnt ihr die Ware auswählen, die ihr kaufen möchtet. Wählt Edelsteine aus und kauft so viele, wie ihr möchtet. Okay. Jetzt muss ich natürlich erst warten, weil jetzt habe ich natürlich so geil gedacht, ich verkaufe jetzt den Rest vom Weizen auch noch. Guck mal, jetzt rennt einer mit einem Weizen und der Eselskarre bringt die restliche 8. Oh, das ist auch ein Bild. Das ist gar nicht schwer. Das ist gar nicht schwer. So. Ich sehe etwas am Horizont. Jetzt habe ich hier 15 Münzen drin. Und 15 Münzen kann ich handeln, okay. Das ist auch lieblos. Er stellt eine Kiste hin und nimmt dieselbe Kiste wieder hoch. Und dieselbe Kiste bringt er jetzt hier drüben rein und da werden dann die Münzen gelagert. So, der holt Münzen. So, Schiff kommt schon wieder zurück. Das war ja gar nicht lange unterwegs. So, kaufen, verkaufen. Handel abgeschlossen. So, da kann ich mir jetzt rein theoretisch für 150. So, und jetzt werden die Goldmünzen wieder mit dem Eselskarren. Hier lang. Vor allem, ich sehe jetzt da halt. Ich sehe jetzt halt, er hat da zwei. Ich kann da nur vorstellen, dass irgendwie eine Schatulle für 100 Münzen steht oder so, was weiß ich. Und er nimmt jetzt natürlich immer die. Immer genug trinken, das ist auch ein Tipp, gell? So. Und er nimmt jetzt wieder die Kiste, stellt die Kiste da vorne hin. Nimmt dieselbe Kiste wieder hoch. Und geht damit da rein. Also das finde ich ein bisschen lieblos, dass man wenigstens jetzt sagen könnte, er packt die Kiste unter Deck und holt eine andere Kiste hoch. Dass es so ausgeschwärzt ist wie der Eingang, dass man es nicht sieht, aber. So, Träger bringen, hier könnt ihr genügend Zeit in Einzelwaren. Mein rechtester Auftrag heute. Genau, so, und jetzt kommt da wieder einer. So, jetzt heißt es wieder Sieg. Yay, wir haben Handel betrieben. So. Mein Mauspad noch wieder ein bisschen nach vorne tun. So. Oh, 5 Punkte habe ich dafür gekriegt. Es gibt nochmal eine Einführung. Wie viele gibt es denn noch? Okay, dann mache ich jetzt aber nochmal einen Cut.